Hallo. So, in diesem Video möchte ich jetzt wieder mal entgegengesetzt des letzten Videos einen anderen Bereich angehen, und zwar wie die Ausgabe an die Maschine funktioniert. Das heißt, im Prinzip ist ja so, es ist ja wichtig, die Abwicklung anzusehen. Das heißt, ich mache mir hier einfach mal eine Abwicklung, standardmäßig, ohne irgendwas einzustellen. Und man sieht hier einfach mal schon, dass wie die Farben der Layer definiert sind. Das heißt, wir haben hier einfach mal die Ausgabe an Cobus NCAD, wo ich umstellen kann, wo die Layer definiert sind. Das heißt, wenn ich hier diese Abwicklung mir ansehe, sieht man schon, dass die Fräslinien grün sind. Das heißt, die sind hier einfach mal grundsätzlich schon voreingestellt. So, das heißt, wie kann ich jetzt HiCAD so einstellen, damit ich die Ausgabe an die Plattenfräse richtig stellen kann? Im Grunde genommen habe ich hier die Möglichkeit, meine Parameter voreinzustellen vor dem Export, und ich gebe hier einfach die Voreinstellung Cobus NCAD. So, das heißt, ich möchte mir hier einfach am Desktop einen neuen Ordner erstellen, NCAD, und möchte hier meine Bleche ausgeben. Gehe hier auf alle Bleche, komplett, alle Abwicklungen, wähle mir meinen Ordner NCAD aus. Bestätige mit OK, und okay, das müsst ihr natürlich vorher eine Gleichteilsuche machen. Das ist natürlich wichtig, ohne dem geht das nichts. Das heißt, ich sage hier alle Abwicklungen, alle Bleche, sage hier in diesem Fall NCAD, okay, alle Bleche, NCAD, so war das. Und jetzt werden mir meine ganzen Abwicklungen erzeugt. Man sieht hier schon die Liste. Und ich habe diese Werte drinnen. Ich möchte das jetzt einfach mal in HiCAD öffnen. Das heißt, hier am Desktop auch mein NCAD, meine Bleche. Und man sieht hier in der Vorschau schon, dass die Layer grün sind. Das heißt, das ist schon fix fertig aufbereitet für die Plattenfräsen, damit die Ausgabe auch richtig funktioniert und die Platten richtig bearbeitet werden.